Die Szene München wird Ihnen präsentiert vom Citroën C4 Cactus und den Citroën Niederlassungen München. Citroën, Kreativtechnologie. Derzeit ist er noch mit Abschussfahrt in den Kinos, war aber schon in Fuck You Goethe zu sehen und spielt dort auch im zweiten Teil mit, Max von der Grüben. Und falls Sie sich das schon immer gefragt haben, ja, er ist der Sohn der RTL-Sportnachrichtenmoderatorin. Persönliches über den Schauspieler, jetzt von ihm selbst im Starclick. Mit Gummitieren. Als allererstes, ganz allererstes Müllmann, weil ich so cool fand, hinten auf diesen Wagen draufzustehen. Es war Schauspielerei. Oder beim Mama Rasenmähen, aber mit 10 habe ich angefangen, davor hat man noch nicht so viel Geld verdient. Jetzt weiß ich nicht. Vielleicht irgendwem auf der Rechnung bei der Quittung oder so. Also es ist schon manchmal krass, da merke ich, man merkt das ja gar nicht so, was man so alles auslöst. Und wenn dann jemand kommt und ein Selfie macht und so zittert so ein bisschen und dann sagt, ist verwackelt, können wir nochmal machen. Das ist dann immer, denke ich, boah, krass, was das so alles auslöst. Also ich bin Steinbock und ich bin schon ein bisschen ehrgeizig und versuche meinen Willen durchzusetzen, das trifft, glaube ich, dazu. Mehr weiß ich auch nicht über Sternzeichen. Ja, wobei, also so, dass es für einen wirklich, also was mir, oh, das ist auch eine schwierige Frage. Ich würde viel Geld ausgeben für Sachen, die mir viel bedeuten. Es geht vielleicht, wenn mein Fußballclub absteigt, der 1. FC Köln oder so. Ja, ich bin ziemlich pingelig und ein bisschen so ordentlich. Und ich brauche immer ziemlich, also was heißt, ich brauche immer lange, aber ich komme gerne auch mal zu spät, weil ich mich irgendwie nochmal anziehen musste oder nochmal kurz dahin oder irgendwas machen musste. Also ich bin manchmal ein bisschen ein gemütlicher Typ. Also das war, glaube ich, nicht der, also ich glaube, als Kind habe ich immer Filme gar nicht so gesehen, oh, das. Das ist das und deshalb will ich Schauspieler werden, sondern damals fand ich die Filme einfach so ergreifend und beeindruckend, dass ich einfach nur zum Beispiel Batman immer cool fand. Aber ich wollte jetzt nicht deshalb Schauspieler werden, aber Batman zum Beispiel ist mir als gerade spontan als erstes in den Sinn, Batman fand ich immer cool. Was ich gut finde, weil ich auch viel Judo gemacht habe und Sport, wenn du 7-mal fällst, musst du 8-mal aufstehen. Im Urlaub mit so einer Urlaubsliebe. Aber da waren wir noch klein. Aber also war das so normal. Erster Kuss halt. Die Szene München wurde Ihnen präsentiert vom Citroën C4 Cactus und den Citroën Niederlassungen München. Citroën, Kreativtechnologie.